JFT, just fair and direct. So, einen wunderschönen guten Abend, muss man an der Stelle zu sagen. Einen heißen guten Abend. Der Felix ist auch schon mit dabei heute, entsprechend in Berlin. Und es heißt wieder Right VV GmbH, vermögensverwaltende GmbH. Felix, ich grüße dich. Es sieht sehr sommerlich aus, die Sonne scheint. Auch in Berlin, ja. Ich gerade im Urlaub, aber trotzdem für euch zur Moderation heute mit dabei. Ja, es geht um ein eigentlich ja trockenes Thema zu einem heißen Tag, sondern trotzdem sehr, sehr viele Leute heute mit dabei. Das freut mich tierisch. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt meinen Bildschirm seht. Ihr müsstet ihn sehen. Vermögensverwaltung GmbH in Steuern, Verlustverrechnungsbeschränkung und jetzt Zwischenbilanz 2022 und heute Rente selbst gemacht. Ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, generell sowieso diese Thematik vermögensverwaltende GmbH für einen selbst, um eben daraus, ja, was auch immer zu machen. Man kann es rein als Vermögensverwaltung für sich selbst betrachten. Thema Steuern, man hat seine Vorteile. Und genau, denke ich, da wird es heute auch so ein wenig angreifen mit Rente selbst gemacht. Von daher sollte es eigentlich fast für jeden interessant sein. Und ich denke, es wird auch von euch als solches aufgenommen, sonst wärt ihr nicht so rege hier mit dabei. Ich will ganz kurz den Risikohinweis einblenden und dann gebe ich auch direkt weiter zum lieben Felix. Ganz kurz der Risikohinweis. Hier geht es ja heute weniger ums Traden, sondern vielmehr um ja theoretische Dinge, die eben das Traden am Ende vom Endergebnis her besser machen sollen und eben noch mehr rausholen, ja, rein steuerlich oder eben durch diese VV. Nichtsdestotrotz, all das, was wir hier sagen, irgendwie an Setups formulieren, an Möglichkeiten formulieren, bitte, dass ihr alles das nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen ja, Dingen, die ihr so für euer Vermögen verwaltet und verwendet. Und dass ihr, wenn ihr Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge habt, das natürlich auf der Website von JFT Brokers auch finden könnt. Die Website von Right, aber da wird der Felix, denke ich, jetzt auch noch was zu sagen. Somit wird es auch direkt den Bildschirm zum Felix mal ändern. Wir haben heute ganz anders angefangen, von daher muss ich jetzt mal gucken, dass ich das hier mache. So, da funktioniert es. Und Felix sehen wir schon von der Webcam her. Und jetzt müssten wir auch in Richtung seines Bildschirms gehen. Und hallo Felix, ich grüße dich. Die U-Bahn fährt im Hintergrund. Sehr schön. Ja. Ich habe aber das Fenster auf, es ist unglaublich warm. Wir sind hier unterm Dach. Die Kollegen drüben haben eine Klimaanlage, ich hier nicht, natürlich. Und ja, ich hoffe, es ist nicht zu laut. Sonst einfach schreiben, dann mache ich es zu. Aber wenn ich die Tür offen lassen kann, wäre mir das lieb. Also von mir aus alles gut mit dem Ton. Ich werde mir auch gleich die Fragen nehmen und die Kommentare dazu. Mal gucken, was die Jungs da sagen, die jetzt gerade zuhören. Aber von meiner Seite hast du das Go ausnahmsweise die Tür offen zu lassen. Nein, Spaß, alles gut. So, ich habe keinen Ton, schreibt der Sven. Jetzt müssen wir hier nochmal kurz schauen. Haut der Ton bei allen anderen hin? Ansonsten müssen wir gerade mal schauen. Ich hoffe, dass der Ton hinhaut. Eigentlich müsste er hinhauen. Schreibt mal alle, ob hier irgendwas mit Ton hinhaut, nicht hinhaut. Eigentlich müsste das, ich gucke gerade mal, aber eigentlich sollte das alles funktionieren. Also ich höre dich. Ja, nee, alles super. Dann schreibe ich dem Sven jetzt gerade, dass er bei sich das checken muss. Gut, also Felix, du darfst gern starten. Ich kümmere mich hier um den Chat auch gerne und wenn Fragen kommen, dann werden wir uns die gegenseitig zuspielen. Ja, genau. Also herzlich willkommen auch von mir. Wie gesagt, nutzt gerne die Funktion bei GoToWebinar, fleißig Fragen zu stellen. Ich beantworte dann und heute haben wir ein spannendes Thema, nämlich Rente selbst gemacht. Also ich gehöre zu den Leuten, die in den 90er Jahren zur Schule gegangen sind und damals schon immer gehört haben, dass das Rentensystem nicht funktionieren kann, das Deutsche. Meiner Meinung nach ist es ein Ponzi-Scheme, denn immer weniger Leute sollen für immer mehr Leute zahlen und es wird ja schon lange auch von Steuergeldern gestützt. Und in meiner Generation ist einem relativ klar, man zahlt zwar Rente, aber man kriegt keine mehr. Und jetzt ist natürlich die Frage, was soll man stattdessen machen? Und wir selber finden die GmbH ein ziemlich gutes Rententool und warum das so ist und warum die Sinn macht, gerade in Verbindung mit Wertpapieranlagen und Trading, das will ich euch heute mal näher bringen. So, und dann direkt am Anfang den Risikohinweis, ihr habt da gerade schon gesehen von JFD, deswegen müssen wir da jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ich habe auch einen kleinen Hinweis und zwar, ich bin kein Steuerberater, ja, ich habe mal Wirtschaftswissenschaften studiert, habe allerdings schon
ziemlich viele Deals gemacht, vor allem Immobiliendeals, wo Steuern immer wieder eine Rolle gespielt haben. Aber heute ist das keine Einzelfallberatung. Also ich will euch das Thema allgemein näher bringen. Wer wirklich eine Einzelfallberatung zu sich konkret braucht, der soll sich gerne melden. Ich verbinde euch dann gerne mit einem unserer Partnersteuerberater. Ich selber darf keine Einzelberatung geben. So, kurz zu mir. Ich bin einer der zwei Gründer von Riot in Berlin. Vorher war ich bei einem Immobilien-Private-Equity-Fonds und wir haben 1,7 Milliarden verwaltet, haben jedes Jahr so ein Objekt gekauft zwischen 50 und 150 Millionen Euro und haben das in so einem Team von 12 Leuten gemacht. Steuern waren da auch immer ein großes Thema. Und davor habe ich eine Softwarefirma namens Newstore gegründet, die habe ich 2015 verkauft, habe da ein paar Zukäufe gemacht und natürlich auch mein eigenes Vermögen strukturiert und bin so tatsächlich auch zur GmbH ge selbst gekommen, also schon 2008. Also meine vermögensverwaltende GmbH gibt es jetzt schon fast 14 Jahre. Und das grundsätzliche Problem, was es eben gibt, ist, man lebt immer länger, ja, und es gibt da immer weniger Rente. Und da hilft auch ein höheres Renteneintrittsalter nicht. Dieses auf 67 Jahre erhöhen ist ja lächerlich, ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da stellt sich die Frage, was macht man da? Und generell ist das so, dass meiner Meinung nach die Altersvorsorge in Deutschland absolut unsicher ist. Ja, denn wie gesagt, es gibt immer weniger Beitrittszahler. Wir haben ja ein demografisches Problem. Es gibt immer mehr Rentner. Und heutzutage bezuschusst der Bund das ja schon. Und man spricht schon von der Rentenlücke. Also die Zeiten von Norbert Blüm, die Rente ist sicher, ist glaube ich schon lange vorbei. Was interessant ist, mittlerweile verstehen schon viele Leute, dass die Rente wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird. Aber so an Lösungen hapert es noch ganz schön. Ja? Man kann jetzt eine Riester-Rente machen. Das sind aber irgendwie 2000 Euro im Jahr, die man da sparen kann. Was bringt einem das? Ja? Wie will man mit 2000 Euro im Jahr irgendwie ein Vermögen fürs Alter aufbauen? Das erschließt sich mir mathematisch tatsächlich nicht. Und ihr seht jetzt so, das Rentenniveau ist aktuell noch bei 47%. Faustregel ist, man müsste eher so bei 80% des letzten Nettoeinkommens liegen in der Rente. Ja. Und das, ja, und wie gesagt, ihr seid jetzt fast, die Rente schafft fast nur noch die Hälfte davon. Und das ist halt nicht mehr viel. Ich glaube, ohne private Vorsorge geht es gar nicht. Aber wenn man schon privat vorsorgt, ist die Frage, wie man das macht. Und unserer Meinung nach ist eine Kapitalgesellschaft dafür das beste Mittel. Und dazu kommt noch ein anderes Problem. Wenn man im Alter Kapital haben will, dann muss man ja erstmal Kapital aufbauen. Und das Problem ist, dass Kapitalaufbau halt durch hohe Steuern behindert wird. Klar, ihr könnt irgendwelche Lebensversicherungen machen, aber die dürfen nur in mündelsichere Anlagen investieren. Ihr könnt, wie gesagt, riestern, aber das ist halt sehr begrenzt. Und was macht man dann? Unserer Meinung nach ist das Richtige, in jungen Jahren, in den 30ern, eine GmbH zu gründen, dort regelmäßig Geld reinzulegen und dann alle Investments über die GmbH steuergünstig aufzubauen und dann später ein Gehalt aus der GmbH zu beziehen. Das ist steuerlich die beste Konstruktion, die möglich ist in den bisherigen deutschen Rahmenbedingungen. Und warum das so ist, da gehe ich jetzt mal näher drauf ein, indem ich euch die GmbH ein bisschen näher bringe. Das erste ist einfach, was ist eine vermögensverwaltende GmbH? Also eine vermögensverwaltende GmbH ist einfach eine GmbH. Vermögensverwaltend ist nur umgangssprachlich, das ist also keine gesonderte Rechtsform. Und die zeichnet sich halt dadurch aus, dass die nicht genutzt wird, um operativ tätig zu werden, sondern dass die in der Regel von Einzelpersonen oder Paaren genutzt wird, um da drin Vermögensgegenstände zu legen und weiteres Vermögen aufzubauen und Gewinne zu reinvestieren. Manche sagen auch Trader GmbH, Sparschwein GmbH, ist alles dasselbe, ist alles eine GmbH. Ist nur eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Nutzung. Und der erste große Trick bei einer GmbH ist, dass man private Kosten nicht mehr von versteuertem Geld bezahlen muss.
Und wenn wir da eintauchen, ihr wisst ja, wie es privat ist. Privat wird Einkommen besteuert. Ihr kriegt eine Dividende, Quellensteuer wird direkt abgezogen und dann könnt ihr alle Ausgaben mit versteuertem Geld zahlen. Das tut richtig weh und das tut auch in der Rente richtig weh. Bei einer GmbH ist das anders. Bei einer GmbH habt ihr erst die Einnahmen, davon werden die Ausgaben abgezogen und ihr zahlt dann letzten Endes die Steuern auf den Gewinn. Das heißt, wenn ihr Kosten habt, wie privates Internet, Handyvertrag, Auto, könnt ihr die alle in der GmbH absetzen und zahlt dann die Steuern nur auf das, was übrig bleibt. Und gerade in der Rente ist das sehr wichtig, weil ja auch die klassische Rente wird ja auch besteuert. Wenn ihr aber Kosten in die GmbH verschieben könnt, ist einfach ein enormes Einsparpotenzial. Und ich habe das zum Beispiel, ich habe zu Hause mein Internet, ich habe zu Hause, also meine Firma sitzt bei mir zu Hause, hat da ein Büro. Die Firma zahlt ein Wi-Fi und natürlich kann ich mich damit auch im Nebenraum ins Internet einwählen. Ja, und ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Steuersätze sind deswegen nicht vergleichbar. Also viele Leute machen den Fehler und gucken sich einen privaten Steuersatz an, in der Regel bei Abgeltungssteuer 26,375% und den Firmensteuersatz und vergleichen den 1 zu 1. Das ist aber falsch, denn während zum Beispiel bei der Abgeltungssteuer jeder Verkauf besteuert wird, ist das bei der GmbH eben anders. Bei der GmbH wird kein Verkaufserlös, da wird keine Dividende besteuert, sondern immer nur der Gewinn am Ende. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kann ich denn für Kosten in so eine GmbH legen und was kann ich da rein verschieben? Also klassisch ist alles, was man braucht, um einfach geschäftsfähig zu sein. Also Computer, Internet, Handy, Büro, aber auch Fortbildung, Seminare, Beratungskosten, all das, ja. Und dazu hängt es einfach davon ab, was hat die Firma für eine Gewinnerzielungsabsicht? Und die Kosten müssen mit der Gewinnerzielungsabsicht zusammenhängen. Ich habe viele Immobilien in meiner GmbH, also habe ich zum Beispiel auch meine Akkuschrauber über die GmbH gekauft, weil ich natürlich für meinen Immobilienbesitz auch einen Akkuschrauber brauche. Und schon kaufe ich den Akkuschrauber nicht mehr von versteuertem Geld. Der zweite Tipp, ach so, und das Ganze geht übrigens auch mit sowas wie Firmenautos, Reisekosten, ja, also wenn ihr einen geschäftlichen Grund habt zu verreisen, zum Beispiel, weil ihr euch ein Grundstück anguckt, auch wenn ihr es hinterher nicht kauft, dann könnt ihr es natürlich über die Firma absetzen lassen. So, und der zweite große Tipp ist tatsächlich von niedrigeren Steuersätzen zu profitieren. Denn bei vielen Anlageklassen sind die Steuern tatsächlich niedriger als im Privatvermögen. Dann fangen wir jetzt erstmal an, was zahlt denn eine GmbH überhaupt für Steuern? Also in der Regel zahlt jede GmbH zahlt Körperschaftssteuer, die ist in Deutschland überall bei 15%. Auf die Körperschaftssteuer kommt noch ein Soli, ja, nochmal 5,5% da drauf, also 0,825%. Und es gibt einen Gewerbesteuersatz, der liegt bei 3,5% und der wird je nach Gemeinde nochmal mit dem Hebesatz multipliziert. Ihr habt hier in Blau das Beispiel für Berlin. Berlin ist ziemlich im Mittelfeld mit so 30%. Natürlich gibt es auch da Unterschiede. Hier in Berlin-Schönefeld 240%, während München mehr als doppelt so teuer ist mit 490%. Also schlimmer als München geht eigentlich nicht für eine GmbH. Aber wie gesagt, denkt dran. Die 30% gehen auf Gewinne. Ja, ich kann das leider nicht oft genug wiederholen. Und das ist jetzt erstmal so die ganz normalen Gewinne. Aber es gibt in der GmbH viele Erleichterungen für verschiedene Assetklassen. Und die gehen wir jetzt mal einmal durch. Ihr habt hier die Übersicht. Es gibt eben, und die gucken wir uns jetzt mal im Detail an, aber besonders interessant ist es, wenn man mit einer GmbH an anderen Firmen beteiligt ist. Da zahlt man nicht nur 1,54%. Das Gleiche gilt für Aktien, denn Aktien sind ja auch nur eine Beteiligung einer anderen Kapitalgesellschaft. Das heißt, wenn ihr eine BMW-Aktie verkauft, seid ihr da auch bei 1,54%. Aktienfonds und zu den Fonds gehören auch ETFs, sind 12%, immer im Vergleich zu den 26,375%. Wo es auch noch ganz spannend ist, bei Termingeschäften ist der Steuersatz privat etwas günstiger. Allerdings kann ich da privat nur die 801 Euro geltend machen, den Sparerpauschbetrag. In der GmbH kann ich aber Leveragezinsen, Börsenbriefe,
Trading-Software wie TradingView kann ich alles von der Steuer absetzen. Deswegen ist eigentlich unterm Strich sind sogar die 30% hier der niedrigere Steuersatz, wenn man sich das am Ende anguckt. Interessant sind meiner Meinung nach vor allem auch vermietete Immobilien, denn da landet ihr privat in der Einkommensteuer, während ihr in der Firma bei 15,8% landet. Rentenfonds hat, glaube ich, niemand mehr, ja, aber die werden ein bisschen besser werden ein bisschen besser privat. Und bei Kryptowährungen ist so ein bisschen die Frage, wie man es betrachtet. Denn Kryptowährungen sind unterjährig Einkommensteuer, aber wenn man länger als ein Jahr hält, steuerfrei. Das heißt, wenn man unterjährig hält, ist die GmbH günstiger als die Einkommensteuer. Überjährig ist immer privat besser. So, jetzt aber nochmal zur Rente. Die Rente ist relativ simpel betrachtet, einfach den Cashflow, den ihr zukünftig habt in eurem Alter. Und ich habe immer gesagt, es wäre sehr einfach, Finanzen zu planen, wenn man Lebensevents wüsste, wenn man seinen Todeszeitpunkt kennt, wäre das sehr einfach. Aber man muss eben auch da gucken, wie lange muss es denn reichen? Und da sollte man schon mit dem richtigen Puffer rechnen. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann ich denn jetzt so eine GmbH nutzen, um langfristig einen stabilen Cashflow aufzubauen? Und was macht man da? Ja, zuerst einmal sollte man von privat die Kosten in die GmbH verschieben. Also aufhören, das private Internet, das private Handy, das private Auto, alles privat von versteuertem Geld zu zahlen, sondern man sollte gucken, dass man das alles über die GmbH zahlt. Das Geld, was man privat spart, sollte man dann jeden Monat in die GmbH einlegen, und zwar als Darlehen, darauf kommen wir gleich noch, und sollte dann davon möglichst viele Assets kaufen und dann im Alter anfangen, sich Geld aus der GmbH auszuzahlen. Und wie wir das machen, erzähle ich euch gleich noch ein bisschen detaillierter. So, zuerst einmal müsst ihr dafür Geld in die GmbH kriegen. Ja? Und das Beste dafür ist es, wenn der Gesellschafter der Gesellschaft ein Darlehen gibt. Und zwar nutzen wir hierfür Rahmendarlehensverträge, die sehen dann so aus, dass der Gesellschafter zum Beispiel der Firma ein Rahmendarlehen über 500.000 Euro gewährt und die Firma kann das dann abrufen. Und die Firma ruft dann einen monatlichen Betrag ab. Ruft dann einen monatlichen Betrag ab und dieser Betrag kann dann eben immer investiert werden. Der Vorteil beim Nachrangdarlehen ist die Rückzahlung, denn tatsächlich ist es so, Moment, ich muss aber kurz gucken. So, denn das Beste ist, wenn ihr ein Gesellschafterdarlehen zurückzahlt, ja, dann ist die Rückzahlung steuerfrei, weil ihr kriegt ja nur euer Geld zurück. Und das ist auch etwas, was man ganz wichtig ist zu verstehen. Mit der Darlehenskonstruktion kriegt ihr immer euer Geld steuerfrei wieder ins Privatvermögen zurück. Ihr zahlt dabei lediglich Steuern auf die Zinsen, die aber gleichzeitig in der GmbH als Kosten angesetzt werden können. Das heißt, ihr habt insgesamt da keinen Steuernachteil. Und so ist das dann so, dass man über diesen Rahmendarlehensvertrag wie beim Sparplan monatlich Geld als Gesellschafter von privat an die GmbH transferiert und dann dieses Geld eben nutzt, um Assets in der GmbH aufzubauen. Wir haben hier mal ein Beispiel, das ist unser Aktienrechner, hier kann man nämlich ausrechnen, wie Vermögensaufbau und Abbau im Privat- und Betriebsvermögen miteinander vergleicht. Und da kann man dann einmal eingeben, welche Einmalsumme will man investieren, wie viel schiebt man jeden Monat als Darlehen rein, was ist die Spardauer und was möchte ich dann netto tatsächlich am Ende der Spardauer entnehmen. Ja, und wenn man sich das anguckt, kriegt ihr da so einen Chart raus und das seht ihr hier. Ich habe jetzt 35 Jahre lang 600 Euro in die GmbH eingezahlt. GmbH, Betriebsvermögen ist hier die grüne Linie. Dies zunächst, seht ihr, baut ihr weniger Vermögen auf als im Privatvermögen und das liegt einfach daran, dass ihr Kosten für die GmbH habt. Ja, die GmbH muss halt jedes Jahr eine Steuererklärung abgeben, eine Buchhaltung und so weiter und das ist hier berücksichtigt. Aber irgendwann
kippt das halt und dann seht ihr hier, das sind dann nach 35 Jahren, geht es dann in die Abbauphase. Bei der GmbH folgen dann erstmal Jahre hier in so orangelich gezeigt, wo ich das Gesellschafterdarlehen zurückführe. Das passiert sogar alles steuerfrei, während ich das Privatvermögen Stück für Stück abbaue. Und ab hier, da wo es schwarz wird, kann ich mir dann ein Gehalt auszahlen. Und ihr seht, nach 35 Jahren GmbH mit 600 Euro im Monat kann ich dann tatsächlich 82 Jahre lang, kann ich dann tatsächlich vom 35. bis 82. Jahr, also fast 45 Jahre, von meinem GmbH-Vermögen leben. Und das ist eben eine deutlich längere Reichweite, als das im Privatvermögen der Fall ist. Und wichtig ist eben, sobald ihr anfangt, Geld aus der GmbH zu nehmen, ihr führt erst immer euer Darlehen zurück. Und wenn das Darlehen zurückgeführt ist, dann fangt ihr an, ein Gehalt zu nehmen. Das ist auch der Grund, warum sich das dann hier immer schneller abbaut, weil ich hier eben dann die Steuerlast des Gehalts habe. Und hier seht ihr das Gleiche. Allerdings seht ihr hier die Steuerkurve. Ihr seht, am Anfang zahlt ihr überhaupt keine Steuern im Betriebsvermögen, weil ihr eben die ganzen Kosten geltend macht. Dann zahlt ihr Steuern für Umschichtungen und für auf die Dividenden, zahlt euch aber ab hier, Jahr 35, fangt ihr an, euch das Gesellschafterdarlehen zurückzahlen und hier dann hoch, weil ihr euch auf einmal ein Gehalt zahlt. Das ist immer gerechnet für einen Single ohne Kinder. Und hier seht ihr halt, im Privatvermögen zahlt man dann hier die Steuern, so wie man das Portfolio liquidiert und dann ist einfach hier nach 50 Jahren Schluss. Übrigens bedeutet das auch oft, dass Ride-Kunden insgesamt mehr Steuern zahlen als Privatkunden. Die zahlen relativ gesehen weniger, aber absolut durchaus mehr, weil sie einfach deutlich mehr Vermögen aufbauen und auch deutlich länger Steuern zahlen. Ja, hier nach 50 Jahren kommen keine Steuereinnahmen mehr aus diesem Portfolio raus. So, ihr könnt den mal selbst testen, den Aktienrechner. Wie gesagt, der hat viele Variablen, ride.capital/Aktienrechner. Und da merkt ihr dann eben, ob sich für eure Parameter einen Unterschied gibt zwischen dem Privat- und dem Betriebsvermögen. Und ja, der Zinseszinseffekt ist einfach immer ist ja das, was letzten Endes wirklich den Vermögensausbau ausmacht. Der ist allerdings in der GmbH im Betriebsvermögen immer größer. Und das ist auch sehr einfach zu verstehen. Wer Steuern spart, kann mehr reinvestieren. Und wenn ihr mehr reinvestiert, wird diese exponentielle Kurve einfach deutlich steiler. Und das ist auch das, was ich immer vielen zum Vorwurf mache. Die rechnen nämlich beim Investieren ihre Steuern nicht rein. Ja, wenn man sich anhört, der S&P 500 steigt um 7% im Jahr. Ja, vor Steuern. Ja. Und wenn ich halt von jeder, wenn ich halt immer von jeder Umschichtung jeder Dividende 26% verliere und kann halt nur weniger reinvestieren, das merkt man tatsächlich. Und wie gesagt, der Trick ist, ihr habt eine einmalige Einzahlung, dann fügt ihr monatlich Geld zu und dann habt ihr eben den grünen Teil als Rendite und der ist eben deutlich größer, wenn ihr weniger Steuern zahlt. So, ich kann dir noch einen kleinen Hinweis geben zu unserem YouTube-Kanal, denn irgendwann möchte man ja das nicht nur für die eigene Rente nutzen, sondern möchte das vielleicht auch seinen Kindern zugutekommen lassen. Und man kann eben frühzeitig Kinder beteiligen. Man kann das sehr elegant machen. Man kann zum Beispiel schon Kinder GmbH-Anteile übertragen, auch mit der Schenkung, kann aber gleichzeitig noch ein Gehalt beziehen, kann so wirklich intelligent Vermögen übertragen. Und da empfehle ich euch einfach zwei Videos zu. Einmal das ganze Thema Erbschaft mit der GmbH und den Notfallkoffer. Das findet ihr beides auf unserem YouTube-Kanal unter youtube.com/ridecapital. So, hier nochmal die Anleitung, die ich euch empfehlen würde. Ich würde als erste GmbH gründen, dann diesen Rahmenkreditvertrag abschließen, Geld in die GmbH einbringen, dann eben ganz wichtig die Kosten verschieben, die privaten Konsumeinsparungen in die GmbH einlegen, also im Prinzip das Gesellschafterdarlehen jeden Monat erhöhen, Assets kaufen, dafür eben sehr gut ein Depot bei JFD, ja, dann wirklich nachhaltig in Wertpapiere anlegen, aber nicht nur stupide anlegen. Nehmt da durch, tradet da auch mit. Ja, das macht durchaus Sinn. Reinvestiert die Gewinne, verzichtet also auf Auszahlungen, bis ihr die wirklich braucht. Also Auszahlung, Gehalt möglichst gering.
halten und auch gerne die Geschäftstätigkeit ausweiten, zum Beispiel noch Immobilien dazu nehmen, dann kann man auch wieder mehr Kosten absetzen. Und wenn es dann soweit ist, wenn man keine Lust mehr zu arbeiten hat, dann eben anfangen, dieses Gesellschafterdarlehen zurückzuführen. Und wenn das komplett zurückgeführt ist, das ist dann der Moment, wo man sich ein Gehalt auszahlen kann. So, was einmal kurz Werbung in eigener Sache, was machen wir bei Riot? Ja, ganz einfach, wir helfen dabei, Steuern zu sparen, damit ihr eben mehr reinvestieren könnt. Und wir machen das so mit verschiedenen Services. Zum einen gründen wir die GmbH mit dir, das heißt, wir setzen das alles auf, von der notariellen Gründung bis zur Depoteröffnung. JFD ist einer unserer Partner, wo wir das sehr gerne machen. Wer das nicht gründen will, sondern es ein bisschen schneller braucht, wir haben auch Vorratsgesellschaften, das sind einfach fertige GmbHs, die man direkt kaufen kann und kann dann morgen schon anfangen zu traden. Dann, ganz wichtig, so eine GmbH muss verwaltet werden. Ja, ihr habt eine Pflicht, ihr müsst eine Steuererklärung machen, ihr müsst eine ordentliche Buchhaltung machen und wir bieten bei Riot den sogenannten Admin-Service an, zusammen mit Partnersteuerberatern, die darauf spezialisiert sind, vermögende Kunden zu beraten. Und da drin ist dann enthalten Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz, die Offenlegung, die ganzen DATEV-Kosten. Und das Schöne ist, das ist alles zu Fixpreisen. Man kennt das auch von Steuerberatern, die irgendwie nach Stunden abrechnen. Das machen wir nicht, ja, sondern bei uns gibt es wirklich für jeden Geschäftsvorfall einen Fixpreis. Und besonders wichtig ist dann, weil die beste Möglichkeit, mit dem Vermögensaufbau anzufangen, sind eben Wertpapiere. Und dafür ist dann wichtig, ihr müsst in der GmbH eine ordentliche Buchhaltung machen. Das heißt, jeder einzelne Trade muss verbucht werden. Und dafür bieten wir eine vollautomatisierte Wertpapierverbuchung an. Das heißt, wir lesen euer JFD-Depot aus und erstellen dann vollautomatisch die ganzen Buchungssätze in DATEV, woraus dann auch der Jahresabschluss generiert wird. So. Hier ganz kurz, was ihr da macht, wenn ihr dann schon ein JFD-Depot habt, dann könnt ihr das einfach in der Riot-App hinzufügen. Ja, wählt ihr JFD als Broker aus, fügt den Token dazu. Das geht wirklich einfach. Wir kriegen dann sofort die Daten. Und wenn ihr generell Fragen dazu habt, dann könnt ihr gerne bei uns auf Riot.capital ein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Ihr könnt unseren Live-Chat nutzen oder auch einfach an fragen@riotcapital schreiben. Und ich freue mich jetzt auf alle möglichen Fragen zu diesem Thema. Ich kann nur sagen, ich habe meine GmbH gegründet, jetzt durch zurück, als ich 21 war und habe das nicht bereut. Ja? Und ich glaube, heute ist einfach die GmbH das beste Rentenprodukt. Also besser als jede Versicherung oder so, die man da draußen findet. Super, ich komme mal kurz mit hinzu. Also ich finde, wie gesagt, die Thematik sowieso sehr, sehr interessant. Und ich habe auch schon früher die Meinung, genauso wie du, vertreten, dass man eben in Deutschland schon in der Tat als aktuell noch verhältnismäßig junger Mensch sowieso ein Problem haben wird bezüglich der Rente. Und somit sind natürlich das generell das erstmal überhaupt selber kümmern, ist sehr, sehr wichtig. Jetzt erstmal unabhängig, wie man es dann noch optimieren kann, aber generell überhaupt erstmal darüber nachzudenken, irgendwas mit Sparplänen zu machen, mit Aktien in diese Richtung überhaupt zu gehen. Aber ich denke, viele von euch, die haben diesen Gedankengang da schon, sonst wäre da jetzt hier nicht bei diesem Webinar mit dabei. Jetzt kommt im Prinzip nochmal on top, wie kann man das Ganze noch optimieren und verbessern. Und es kommt einiges an Fragen rein. Ich habe nur mal so eine Frage, die mir persönlich kam. Ich denke, viele von denen, die jetzt auch zuhören, die sind in einem Angestelltenverhältnis und haben vielleicht auch so ein bisschen Angst davor, überhaupt die Selbstständigkeit und GmbH. Gut, ihr helft dabei. Ich sehe, ihr habt im Prinzip dieses kostenlose Beratungsgespräch, was man natürlich in diesem dann auch jedem wirklich mal ans Herz legt, wo man noch wirklich Dinge, die man vielleicht jetzt hier sich nicht traut zu fragen, dann natürlich wirklich dann in einem persönlichen Gespräch mal stellen kann. Aber wenn man jetzt Angestellter ist, gibt es bei euch Leute, die eventuell mit ihrem Arbeitgeber sprechen und in so eine Art Rechnung stellen an den Arbeitgeber, vielleicht dann eben nur ein Grundgehalt beziehen, dass man irgendwo diese Einkommenssteuer vielleicht noch ein bisschen optimiert. Gibt es da Möglichkeiten? Also ja und nein. Es gibt ja halt in Deutschland das Problem der Scheinselbstständigkeit. Das heißt, wenn man weisungsgebunden arbeitet, dann kann der Gesetzgeber eben sagen, das war eine Scheinselbstständigkeit und man ist gar nicht selbstständig. Und dafür gibt es eben die verschiedensten Kriterien. Und das wichtigste Kriterium ist da, hat man mehrere Auftraggeber? Ja, und man bräuchte, oder es reicht dann nicht, wenn man zwei hat und einer macht 90% des Umsatzes, einer 10% des Umsatzes. Da sind aber auch solche Sachen,
Muss ich fragen, wann ich Urlaub habe? Muss ich nach meinen Arbeitszeiten fragen oder kann ich das einfach machen, wann ich will? Auch ein wichtiges Kriterium, was da gescheckt wird. Muss ich die Arbeit selbst erbringen? Denn ein Selbstständiger ist in der Regel auch berechtigt, einen Mitarbeiter zu geben oder unter zu beauftragen. Und wenn man diese ganzen Sachen, beachtet, dann ist das durchaus möglich, auch zukünftig Rechnungen zu stellen. Aber einfach nur seinen Job 1:1 auf einmal über eine GmbH zu berechnen, das funktioniert nicht. Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Kann jeder für sich selbst einfach mal so nehmen, diese Punkte. Nein, ich, wie gesagt, sehr, sehr schön, gerade die Steueroptimierung. Da sind wir ja wirklich in Deutschland, oder viele sind da wirklich noch stark hinterher. Und man muss so ein bisschen dafür anfangen zu brennen, da wirklich sich zu optimieren und sich da so ein bisschen reinzuknien. Ich denke, wenn man da einmal mit gestartet hat, dann macht es auch Spaß, jährlich zu sehen, wie man sich selbst optimiert, beziehungsweise seine Finanzen. Wir können aber durchgehen. Felix, du siehst ja selbst auch die Fragen, oder nicht? Ne? Nee, tatsächlich okay. Nicht. Dann warte, dann stelle ich dich dafür noch frei. Moment. Dann mache ich dich hier auch noch zum Organisator. Dann kannst du die nämlich auch sehen, weil da sind einige interessante dabei, die man jetzt doch noch zu dieser Thematik mit aufnimmt. Wir fangen am besten dann direkt oben an. Es waren noch ein paar Fragen, das hatte ich schon beantwortet. Also ich stelle das Video auf YouTube wieder online. So könnt ihr dann eben die Wiederholung euch anschauen. Und jetzt kam noch die Frage nach den Folien, ob die irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Beziehungsweise kann man sich natürlich im Nachhinein die YouTube-Aufzeichnung nochmal anschauen. Aber gibt es die Möglichkeit der Folien? Ja, ich meine, also ich weiß nur, dass ihr das immer auf euren YouTube-Kanal stellt, oder? Genau, das machen wir, genau. Aber es gibt, weiß ich nicht, ob ihr vielleicht, wenn ihr jetzt unbedingt die Folien noch braucht, die einfach hier gibt es dann eine E-Mail-Adresse, fragen@ride.capital, ob ihr einfach da die Anfrage an Felix stellt und dann schickt er euch da die paar Folien zu, wenn er da, weiß ich nicht, macht ihr das? Können wir sicherlich mal rausgeben. In der Regel verpusten wir die auch immer noch auf unserem YouTube-Kanal, oder dass der JFD-Webinar ist. Ist so ein bisschen auch die Frage, wie ihr das macht. Meldet euch einfach bei uns im Support. Ja. Wir finden da sicher eine Lösung. Denke ich auch. Aber wie gesagt, man kann es sich ja in der Wiederholung nochmal anschauen und dann ist ja eigentlich auch alles gesagt und gezeigt. Fangen wir mal oben an. Warte mal, ich muss mal kurz selber hochscrollen. Folien, Steuersäge, geben wir ab. Nee, genau, da kann man nach US. Moment, das muss ich selber erstmal groß schieben hier. So, Moment. Erstmal das Fenster groß machen hier. Ja. Ja. Ich kann auch schon mit einer anfangen. Genau, mach mal du. Ja. Welche Steuersätze ergeben sich beim Erwerb und beim Verkauf von US-Aktien, möchte der Kahn gern wissen. Es ist tatsächlich so, dass sich wegen dem Doppelbesteuerungsabkommen ist das genauso, als wenn ich eine deutsche Aktie handle. Und es ist in der GmbH so, dass Aktienkursgewinne zu 95% steuerfrei sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit 100 Euro Profit verkauft hast, dann werden 5 Euro dafür als Bemessungsgrundlage genommen. Die werden mit den 30% multipliziert und dann landest du bei 1,5%. Also die Antwort ist 1,5%. Da fängt es schon an, eben Sinn zu machen. Ne? Und das sind dann auch nicht mehr Peanuts am Ende. Das rechnet sich ordentlich nach oben. Ne? Du sagtest ja gerade, dass man eben diese ganzen Kosten, und da wäre es vielleicht auch mal interessant, ich glaube, da kam auch nochmal so eine Frage oder eine ähnliche Frage, wenn man jetzt einfach nur, ich sag mal, so eine Handyrechnung, jetzt wird der Otto-Normalverbraucher vielleicht wirklich mittlerweile geringe Handyrechnungen haben, bei mir sind die weit über 100 Euro, weil man eben mehrere Dinge hat. Wenn man allein diese Rechnung oder diese Kosten quasi in die GmbH nimmt, ne, dann sind das eben schon mal, ich sage jetzt mal 100 Euro im Monat, die sich dann auf 20, 30 Jahre hochrechnen. Und alleine diese kleine Zahl macht am Ende natürlich extrem viel aus. Ne? Darf man echt nicht vergessen. Und wie gesagt, man redet hier eben auch wirklich manchmal nur um kleine Zahlen, die sich am Ende dann enorm hochrechnen über die Zeit. Ne? Ja. So, hier gibt es noch eine Frage von Marco. Kann man für seine Pension Rente in der GmbH steuerfrei Vermögen aufbauen? Gibt es so etwas wie Pensionsrückstellungen? Ja, gibt es. Also zum einen ist erstmal, du kannst das, also man kann dem Geschäftsführer eine Pension zusagen. Für diese Pension werden dann Rückstellungen gebildet. Diese Rückstellungen mindern dann natürlich den Gesamtgewinn. Und je nachdem, wie hoch die Rückstellung dann ist, ist man insgesamt steuerfrei. Diese Konstruktion hat einen Nachteil, die ich nicht so richtig gut finde, nämlich
wenn man dann die Pension ausbezahlt bekommt, darf man dann parallel kein Gehalt mehr beziehen. Das heißt, es macht am meisten Sinn, wenn man mehrere GmbHs hat. Also zum Beispiel habe ich eine Immobiliengesellschaft und darüber eine Holding. Meine Wertpapiere liegen in der Holding. Und ich kann dann eben mir von einer Gesellschaft immer noch freien Gehalt setzen und von der anderen eine Pension. Aber da sind viele schon aufs Maul gefallen, weil sie dann eben zusätzlich zur Pension kein Gehalt mehr beziehen können, sondern nur noch Gewinnausschüttung. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja, man kann Pensionszusagen für Geschäftsführer machen, die Zurückstellung und damit zur Gewinnminderung führen. Aber dem Zurückzahlen des vorherigen Kredits, ne, dieses Nachrangdarlehen, da steht es der Sache ja nicht im Wege. Es ist dann wirklich erst ab dem Punkt, wo ich dann zusehen muss, dass ich mir die Gewinne auszahle, ne, wenn dieses Nachrangdarlehen abbezahlt ist, richtig? Korrekt, also das Darlehen ist nicht betroffen. Du kannst halt nur eben kein Geschäftsführergehalt beziehen, wenn du gleichzeitig eine Pension von der Gesellschaft kriegst. Genau. Es kam unten ja auch nochmal zu dieser Holding eine Frage. Irgendwas war von Holding, Moment. Für Holding sinnvoll, auch von Marco. Mhm. Das kann ich kurz erklären. Also Holding-Konstruktionen machen eigentlich nur aus zwei Gründen Sinn. Zum einen kann man damit, eine GmbH ist ja immer haftungsbeschränkt, man kann also Risiken beschränken. Und bei mir sind zum Beispiel die Immobilien in einzelnen Objektgesellschaften, was dazu führt, dass zum Beispiel, wenn mal eine Immobiliengesellschaft kaputt geht, die anderen Gesellschaften nicht betroffen sind. Und man setzt dann in der Regel eine Holding über die verschiedenen Gesellschaften, weil man nämlich Gewinne dann aus den Töchtern auch mit 1,5% Besteuerung ausschütten kann. Holdings sind auch sehr beliebt bei Leuten, die unternehmerisch tätig sind. Wenn man nämlich unternehmerisch tätig ist, sollte man die operative GmbH nie direkt besitzen, sondern immer mit einer Holding. Denn wenn man dann die operative Gesellschaft verkauft, dann ist der Verkäufer ja die Holding. Und dann zahle ich auch, genau wie bei Aktien, sind dann 95% steuerfrei und ich zahle nur 1,5% Steuer. Was aber nicht sinnvoll ist, und das direkt, was nicht sinnvoll ist, ist eine Holding zu machen und darunter eine Trading GmbH zu setzen. Wertpapiere sollte man direkt in der Holding halten, sonst hat man nur doppelte Strukturkosten. Du hast jetzt, also Holding, ja, es ist klar, ne? Jetzt war gerade, jetzt ist die Frage weg. Warte mal, was wollte ich jetzt ich fragen? Ich habe sie gelöscht über alle, die ich beantwortet habe. Sorry. Nee, ich wollte selber eine Frage stellen, aber die ist jetzt gerade weg. Aber die fällt mir gleich wieder ein. Geh mal durch, erstmal die nächsten Fragen hier durch. Mir fällt das gleich nochmal ein dazu. Was haben wir denn noch an Fragen jetzt hier drin stehen? Was kostet die Buchführung für eine GmbH? Steht hier der Kosten? Mit welchen Steuerberatern arbeitet ihr zusammen? Ehrlich, naja, machen wir mal. Also erstmal, was kostet das? Also so eine GmbH kann unterschiedlich viel kosten, je nachdem bei welchem Steuerberater. Ich glaube, wir sind mit am günstigsten und ich kann nur unsere Preise nennen. Da geht die jährliche Betreuung, so Jahresabschluss, kostet 1.799 Euro. Dazu kommt dann noch die Wertpapierverbuchung, die ist abhängig von der Depothöhe. Und dann können noch so Extraleistungen zukommen, wie zum Beispiel eine Lohnabrechnung, wenn man eine Lohnabrechnung braucht, also wenn man da angestellt ist. Oder eine Umsatzsteuererklärung, wenn man umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer ist. Die Preise findet ihr alle ganz transparent auf unserer Webseite. Aber rechnet mal damit, dass so eine GmbH 2.500 bis 3.500 Euro im Jahr kostet. Das sind dann nicht nur die Kosten für Wright und die Steuerberater, aber ihr müsst dann zum Beispiel eine IHK-Zwangsmitgliedschaft zahlen. Ihr braucht eine Lei, einen Legal Entity Identifier. Im Abo eventuell noch ein Bankkonto. Also so, wenn ihr das alles mitrechnet, dann kostet die, wie gesagt, so zwischen 2.500 und 3.500. Und ihr müsst natürlich diese Kosten irgendwo reinkriegen. Und das bedeutet auch, dass sich eigentlich eine GmbH unter 100.000 Euro Vermögen nicht lohnt. Das macht wenig Sinn, wenn man mehr Kosten hat, als man überhaupt Steuern spart. Na gut, dann muss man ja irgendwann anfangen. Sicherlich der eine oder andere sagt sich, okay, ich brauche jetzt noch 2-3 Jahre. Ich zum Beispiel hatte dann eben auch vor vielen Jahren meine Kapitalgesellschaft auch schon gegründet und hatte die 2 Jahre und habe eigentlich drauf bezahlt. War vielleicht jetzt nicht der intelligenteste Gang, aber in diesem Falle aufgrund der Haftungsbeschränkung etc. habe ich es eben trotzdem gemacht. Das muss am Ende jeder sich für sich selbst ja irgendwo festlegen, je nachdem, was er auch machen möchte. Ne? Ja. Ja, es ist natürlich auch die Frage, also wenn man jetzt mit 30.000 Euro anfängt und kann jedes Jahr, und die GmbH wächst jedes Jahr um 20.000, 30.000 Euro aus Gewinnen und zusätzlichen Einlagen, dann lohnt sich das auch. Ja, aber man muss natürlich schon gucken, dass man perspektivisch über die 100.000 kommt. Genau.
Jetzt kam hier nochmal Vorzugssteuerabzug, abzugsberechtigt. Ja, nein. Wenn nein, wie da, wie kann man es machen? Also eine GmbH ist nur dann vor Steuerabzugsberechtigt, wenn sie auch umsatzsteuerpflichtige Umsätze hat. Eine reine Trading GmbH, die nur Wertpapiere hat, zahlt keine Umsatzsteuer, also kann ich auch keine Umsatzsteuer geltend machen. Wenn ihr aber zum Beispiel Beratungsrechnungen und so schreibt, dann ist eine GmbH auch vor steuerabzugsfähig. Das hängt also wirklich davon ab, was macht nicht davon, was habt ihr für Kosten, sondern davon, was habt ihr für Umsätze. Wie werden Stillhalterprämien versteuert, wenn die Aktie nicht angedient wird? Ja, Stillhalterprämien werden voll besteuert, gibt es keinen Rabatt für sozusagen. Wenn die Aktie angedient wird, dann ist die Stillhalterprämie plus den Preis, den ich für die plus den Strike-Preis, ist dann der Anschaffungspreis. Und dann die Differenz zwischen Anschaffungspreis und Verkaufspreis wird eben nur mit 1,5% besteuert. Okay. Jetzt muss ich selber erstmal lesen. Die Fragen sind sehr detailliert, deswegen müssen wir mal so ein bisschen gucken, dass man jetzt hier nicht das falsch. Also angenommen, die GmbH wirtschaftet so hohe Verluste, dass die vom Gesellschafter gegebenen Darlehen nicht zurückgezahlt werden können. Kann der Gesellschafter die verlorenen Darlehen in seiner Einkommensteuer mindernd berücksichtigen? Ja, allerdings ist dann auch die Gesellschaft weg, ne? Also das ist eigentlich nicht das, was passieren sollte. Sondern es sollte eigentlich dazu kommen, dass die GmbH natürlich langfristig, und wir reden ja immer vom langen Betrachtungszeitraum, Gewinne macht und das Darlehen auch wieder zurückführen kann. Also uneingänglich ist das Darlehen halt erst, wenn die GmbH wirklich insolvent ist. Genau, ja, das ist wichtig, aber wenn es dazu kommt, das ist ja der Fall, der jetzt wahrscheinlich hier beschrieben wird, dann wäre es natürlich so, der Verlust ist ja definitiv da dann, ne? Genau, und dazu schließt sich gut eine Frage von Gerhard an. Gerhard fragt nämlich, warum denn ein Nachrangdarlehen und kein einfaches Darlehen? Naja, das Problem ist, wenn ihr der GmbH 100.000 Darlehen gibt und kauft für 100.000 Aktien und die fallen auf 90.000, dann wäre die GmbH überschuldet mit minus 10.000 Euro. Und deswegen macht man solche Gesellschafterdarlehen nachrangig. Das heißt, die treten im Rang zurück und führen nicht zur Überschuldung. Und deswegen immer Nachrangdarlehen. Hier kommt jetzt von Alex, also habe ich das richtig verstanden, dass ich im Prinzip erst ab 100.000 Euro lohnt. Woher soll ich den Betrag nehmen? Naja, die Frage ist natürlich, was will man machen? Hier geht es ja vorrangig darum, um am Ende eben durch Steuerersparnisse, Kostenersparnisse, am Ende die Rente, in diesem Falle heute ja sogar die Thematik Rente, im Prinzip zu verbessern, Spareinlagen irgendwo oder generell das Sparen zu verbessern durch Steuerersparnis oder durch Kostenersparnis. Wenn es jetzt rein um diese Trading-Problematik der Verlustaufrechnung geht, ne, dann kann man hier natürlich auch sich Gedanken machen, dass man gegebenenfalls bei kleineren Konten in Anführungsstrichen nur eine UG gründet, die Kosten versucht klein zu halten. Dann eben das vielleicht über diesen Weg zu machen, wobei es da auch noch andere Möglichkeiten gibt in meinen Augen, ne? Und auch da mein Tipp, ja, man muss die nicht sofort haben, man muss schon auf die 100.000 kommen. Und das sind entweder Renditen, die man generiert, oder zusätzliche Spareinlagen, die man der GmbH als Gesellschafterdarlehen zur Verfügung stellt. Genau, einfach die Kosten sind einfach da. Ich meine, man kann gucken, wo man noch ein bisschen natürlich irgendwo die Kosten drückt, aber man hat einfach, der Steuerberater macht es nicht umsonst. Man hat, wie du schon sagst, teilweise IHK, man hat, wenn man, je nachdem, ob man operativ tätig ist oder nicht, man hat dann eben GEZ und der Fuchs, da kommt man ja nicht drum rum um die Kosten. Die sind einfach da. Und von daher macht es halt ja, in vielerlei Hinsicht mit 10.000 Euro eben einfach keinen Sinn. Ich bin in einen Investmentfonds investiert, sollte ich bei der GmbH dann in einen ETF oder Aktien investieren, anstatt Fonds, um Steuern zu sparen? Schreibt der Klaus. Ja, also wir empfehlen unseren Kunden immer auf die Einzelaktie zu gehen, weil der Aktienfonds, also jetzt muss man ein bisschen ausholen. Ja. Ich weiß nicht, was du für einen Investmentfonds hast. Geschlossene Venture Capital, Private Equity und Immobilienfonds können so strukturiert sein, dass sie auch unter den 8b fallen und nur mit 1,5% besteuert werden. Wir haben zum Beispiel gerade unseren Kunden Venture Capital Fonds, den Angel Invest Continuity Fund angeboten und der wird eben auch nur mit 1,5% besteuert.
Wenn du jetzt aber den klassischen Aktien-ETF hast, der wird in der GmbH mit rund 12% besteuert. Das ist immer noch besser als privat. Aber wenn du einfach die Einzelaktien dieses Fonds kaufst, liegst du bei 1,5% Besteuerung. Deswegen empfehlen wir unseren Kunden immer eher, die Einzelaktie zu kaufen als den Aktienfonds. Dann ist einfach deine Steuerersparnis größer. Du hast aber auch schon einen Vorteil, wenn du den Fonds über die GmbH hältst. Allerdings müssen wir uns da auch wirklich angucken, was ist das für ein Fonds? Ist das ein Rentenfonds? Ist das ein Aktienfonds und so weiter? Genau, Alex schreibt jetzt nochmal auf die Frage eben, wenn ich eben die 100.000 definitiv nicht habe und auch vielleicht zeitnah nicht habe, ob dann das Vorhaben an sich direkt zum Scheitern verurteilt ist. Nein, es ist ja nicht, es geht ja hier um die Ausschüttung oder ums Reinvestieren. Da kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, ab wann oder an welchem Schritt, ja, wenn man jetzt nur einen ETF-Sparplan hat, ist es ja im Prinzip erstmal sekundär bis zur ersten Ausschüttung. Kannst ja vielleicht das nochmal erklären. Naja, du hast halt jedes Jahr die Kosten. Und wenn du jetzt sagst, du hast 50.000 Euro und du legst 15.000 Euro jedes Jahr zusätzlich an, dann passt das schon. Wenn du jetzt gerade bei 20.000 bist, dann spar privat, bis du in die Größenordnung kommst. Aber es lohnt sich nicht, für wenig Geld schon für 20.000 Euro eine GmbH zu nutzen, die dich 2.000, 3.000 Euro im Jahr kostet. Es geht ja auch hier um, also wenn man jetzt mal sagt, okay, man hat nur so einen ETF-Sparplan, wo man von mir aus 150 Euro im Monat einzahlt, ne? Wenn ich den 30 Jahre lang durchziehe, da ist ja die GmbH bis dahin jetzt auch nicht zum Vorteil. Es geht ja hier um zum Beispiel Dividenden, die ausgeschüttet werden. Also solange ich quasi nur den Buchgewinn habe, passiert ja nichts. Erst wenn ich wenn ich einmal verkaufe, ja, dann fällt ja die Steuer erst an. Und da geht es ja dann erst los bei der GmbH, ne? Genau. So, und ich habe hier noch eine Frage von Marco. Bekomme ich von Wright einen Steuerberater zugewiesen? Ja, wir haben 11 Partnersteuerberater, die haben alle so ein bisschen andere Schwerpunkte. Manche traden selber, andere sind mehr so mit Family Office, Vermögen an die nächste Generation übertragen und so weiter. Wir führen mit dir ein Erstgespräch und entscheiden dann immer, welcher Steuerberater für dich der richtige ist. Und wir haben aktuell Gerhard fragt, ob wir einen in Berlin haben. Wir haben aktuell keinen Steuerberater in Berlin, aber unser Service ist ohnehin voll digital. Also man wird uns und auch unsere Steuerberater nie persönlich. Wo kommt das Gehalt her in der Rentenzeit? Ja, da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, Jens. Entweder aus den Einnahmen deiner Vermögensgegenstände, also wenn du zum Beispiel Immobilien hast aus der Miete oder wenn du Aktien hast aus den Dividenden oder wenn du Bonds hast aus den Zinsen. Oder wenn das nicht reicht, musst du halt anfangen, deine Wertgegenstände teil zu liquidieren. Also sprich dann eben Aktien, Optionen, CFDs etc. Stück für Stück zu verkaufen. Genau. Den Gewinn, jetzt muss ich erstmal kurz, wie werden denn die Gewinnausschüttung nach Rückzahlung? Also, Thilo fragt, ich weiß gar nicht, hat man die? Ich glaube, die hat man noch nicht. Wie werden denn die Gewinnausschüttungen nach Rückzahlung des Rahmendarlehens in der GmbH versteuert? Ja, An mit die Nebenkosten. Abgeltungssteuer, also 26,375%. Das Gehalt ist ein bisschen besser. Also für die Leute, die das nicht wissen, man erreicht einen Durchschnittssteuersatz von 26% bei ungefähr 66.000 Euro. Gehälter in der GmbH sind, wenn man Mehrheitsgesellschafter ist, Sozialabgaben befreit. Das heißt, und ihr habt halt den Vorteil, wenn ihr ein Gehalt nimmt, dann wird das Gehalt als Kosten in der GmbH angesetzt. Und das hilft eben sehr. Deswegen empfehlen wir eher das Gehalt als die Gewinnausschüttung. Aber wenn ihr einen Gewinn ausschüttet, 26,375%. Wie verhält sich das mit einer staatlichen Rente? Kommt jetzt noch Naja, eine Frage. die staatliche Rente ist ja ein bisschen kompliziert. Früher wurde ja, die staatliche Rente unterliegt ja mittlerweile auch der Einkommensteuer. Es gibt ja so eine Übergangsregelung, dass da jedes Jahr die mehr der Einkommensteuer unterliegt. Und das wird dann tatsächlich zusammengerechnet. Ja? Also dann wird sozusagen Rente und Einkommen aus der GmbH wird dann zusammengerechnet. Und darauf fällt dann der Einkommensteuersatz an. Also muss man ja hier natürlich dann auch so ein bisschen aufpassen, je nachdem, was man dann auch natürlich benötigt am Ende. Wenn man natürlich da etwas höhere Ansprüche hat, zahlt man eben entsprechend dann natürlich auch mal gegebenenfalls noch ein bisschen mehr. Aber man kann natürlich die Kosten weiter
über die GmbH laufen lassen. Dann natürlich auch während der Ausschüttungs- und Rentenzeit logischerweise. Ne? Ja. Eine war da noch zwischendurch, die ist mir, glaube ich, durchgerührt. Warte mal. Du kannst ja mal gucken, ja, genau. Ja, ich habe hier eins. Ich stehe kurz vor der Rente und würde 300.000 Euro einlegen. Ist die GmbH dann auch steuerlich interessant? Das fragt Klaus. Klaus, da müssten wir mal genauer drüber reden. Also es gibt ja da mehrere Sachen, die da reinspielen. Das eine ist, wie viel andere Einnahmen kriegst du noch? Also musst du dieses Vermögen sehr schnell verbrauchen oder nicht? Willst du eventuell auch über Vermögensübertragung an die nächste Generation nachdenken? Also auch zum Beispiel Kinder beteiligen? Sowas, aber wir haben viele Fälle tatsächlich, wo Leute, die schon in der Rente sind, GmbHs mit ihren Kindern gründen. Also wir haben viele Intergenerationen GmbHs. Ich müsste mir das genauer angucken. Melde dich doch bitte bei Fragen at Right Capital oder buch mal ein Erstberatungsgespräch. Aber das kann durchaus auch schon Sinn machen, wenn man in der Rente ist oder kurz davor steht. Jetzt kam von Marco nochmal die Frage, gut, hier muss man wirklich höllisch aufpassen, ne? Ob man operativ oder nicht operativ tätig ist. Jetzt kommt nochmal diese Umsatzsteuer, Vorsteuergeschichte. Ja, kannst ja da nochmal die vorletzte Frage unten da. Er hat gesagt, hier ist die Frage, wenn ich mit einer Trading GmbH anfange und dann nach und nach erweitere, kann ich dann zum Beispiel nach 2 bis 3 Jahren mit Beratung machen, kann ich dann Umsatzsteuer geltend machen? Von Anfang an, nein, du kannst die geltend machen, sobald du umsatzsteuerpflichtige Einkünfte hast. Du kannst auch, kann auch andersrum sehen. Wenn du immer umsatzsteuerpflichtige Einnahmen hattest und dann hast du keine mehr, dann kannst du auch auf einmal keine Vorsteuer mehr ziehen. Das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Frage ist ganz gut. Müssen Handy- oder Telefonrechnungen für die Firma umgeschrieben werden oder reicht die Bezahlung über das Firmenkonto? Also du hast grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Entweder schreibst du um und die Rechnung lautet direkt auf die Firma, das ist absolut präferiert. Das andere ist, es geht an dich privat und du reichst das als Spesenabrechnung ein. Das ist aber nur Arbeit. Also schreib's um. Genau, also da, es reicht ein Anruf, ne? Also gerade was ich jetzt Vodafone oder Telekom oder so, kann man ja einmal anrufen und ändern. Die ändern, na gut, rückwirkend, glaube ich, geht nicht so einfach, aber ab jetzt auf jeden Fall, ne? War jetzt hier noch, ihr arbeitet auch mit anderen Brokern zusammen, ne? Wir sind natürlich bei JFD, ja, und JFD ist ein guter Broker, aber es gibt natürlich auch noch Broker, die zum Beispiel ein breiteres ETF-Universum haben oder wir haben schon viele Aktien, aber auch natürlich rechts und links nochmal den einen oder anderen weiteren Fonds oder auch Aktien haben und ihr arbeitet auch mit anderen Brokern zusammen, richtig? Ja, wir haben eine Liste auf unserer Webseite. Genau. Kann eine PV-Anlage auf dem Dach auch in der VV GmbH mitverwaltet werden? Ja, kann. Es gibt ein kleiner Hinweis, den ich nochmal geben möchte. Man kann eine GmbH von der Gewerbesteuer befreien lassen, wenn sie Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung hat, also Immobilien. Diese Gewerbesteuerbefreiung verliert man aber, wenn mehr als 10% der Einnahmen aus erneuerbaren Energien kommen. Also, und dazu zählt Solarstromverkauf, aber auch die Ladesäule. Das heißt, man muss dann gucken, dass das weniger als 10% der Gesamteinnahmen der GmbH ausmacht, wenn man gewerbesteuerbefreit ist, sonst verliert man nur die Gewerbesteuerbefreiung. Wenn man aber zum Beispiel die Solaranlage in einer Trading GmbH hat, wo sonst nur Wertpapiere sind, muss ich da nicht drauf achten, weil dann zahle ich ohnehin Gewerbesteuer. Und das ist auch eine Frage von Gerd, der fragt nämlich, lässt sich die Gewerbesteuer bei der Trading GmbH vermeiden? Nein. Also grundsätzlich sind GmbHs immer gewerblich. Die einzige Ausnahme ist eben, wenn mehr als 90% der Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung kommen und ich keinen gewerblichen Grundstückshandel mache. Das Thema ist ein bisschen komplizierter. Ich kann dazu nochmal unser Immobilienwebinar und unseren YouTube-Kanal empfehlen. Aber generell merkt euch, Gewerbesteuerbefreiung ist nur unter bestimmten Voraussetzungen bei Immobilienbesitz möglich. Okay. Wie gesagt, das ist schon ein Thema. Wenn man zum Beispiel jetzt so Schritte vorhat, man hat eine Trading GmbH und man plant irgendwie wirklich in der Tat so eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen,
Da hat man dann die Möglichkeit, mit euren Steuerberater zu sprechen, mit euch zu sprechen. Wie läuft das ab? Genau, also man kann dann generell bei uns jederzeit ein Beratungsgespräch buchen, weil manche wollen dann auch mal ein Gespräch mit dem Steuerberater, wenn sie in einige Sachen tiefer gehen wollen. Also einfach melden, wir kümmern uns dann. Perfekt, perfekt. Ja, ich denke, wir haben jetzt eins steht hier oben noch von Yvonne. Wie gesagt, ich bin mir da auch immer, wir sind alle keine Steuerberater. Sie schreibt jetzt, dass die Widerlegung der Scheinselbstständigkeit durch Nachweis mehrerer Auftraggeber nicht mehr ganz so funktioniert. Ja, würde ich jetzt auch also, so rausgehen lassen. Ich denke, das ist eh von Finanzamt zu Finanzamt wieder total unterschiedlich. Ja, genau. Ja, wie gesagt, es gibt da ganz viele Kriterien. Wie bin ich weisungsbefugt? Darf ich meinen, also muss ich Urlaub anmelden? Muss ich die Arbeit selbst erledigen oder kann ich die jemand anderen erledigen lassen? All solche Sachen ist recht kompliziert, aber wer einfach glaubt, er kann seinen Job in die GmbH verlagern, irrt. Ja, es ist nicht so einfach. Was macht man mit einer GmbH, wenn man irgendwann mal auswandern will? Hat Felix da einen Tipp? Naja, also entweder einfach hier lassen. Ja, also das haben ja, also wir haben auch genügend Gesellschaften für Ausländer gegründet. Also wir haben Gesellschafter aus allen Herren Ländern, die deutsche GmbHs besitzen. Und wenn man, und ich meine, sonst bleibt halt eben immer noch die Liquidation, wenn man das möchte. Wenn man jetzt, mir fällt jetzt noch ein, wenn man, also die Steuer am Ende wird ja nur auf den Gewinn bezahlt, ne? So, jetzt habe ich da irgendwie Gewinn und habe da noch 5.000 Euro, merke jetzt irgendwie Mitte Dezember, 5.000 Euro sind noch Gewinn auf dem Konto. Ja. Was sollte man machen? Was ist da so der Gedanke? Naja, da kann man nicht viel machen. Wenn man zum Beispiel wenn man jetzt neue CFDs oder Aktien kauft, dann hat man ja immer noch den Gewinn gemacht und realisiert. Also von daher, und nur dumm Geld ausgeben, um Kosten zu haben, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Und ja, stimmt, logisch. Also der Verkauf führt ja zum Gewinn, aber jetzt neue Aktien kaufen, würde den dann nicht schmälern den Gewinn, nein? Nee, wenn die Aktien nicht sofort abstürzen, nicht. Stimmt, ja, okay. Nee, richtig. Ja, hier ist noch eine Frage, und zwar können in einer GmbH Immobilienverwaltung Trading mit Aktien und Handel zusammengefasst werden? Ja, geht. Also ihr könnt generell alles zusammenfassen. Ihr müsst nur bei Immobilien aufpassen, dass ihr im Zweifel wenn ihr die Gewerbesteuer kürzen wollt, dann dürft ihr eben keine operativen Einnahmen haben. Genau, das ist eben auch so. Sonst lieber zwei GmbHs. Aber nur Immobilien kritisch. Wenn man mehrere Kapitalgesellschaften hat, sind ja bestimmte Kosten, kann man dann eben auch aussetzen lassen. Da muss man aber wirklich ins Detail gehen. Ne? Man hat natürlich trotzdem, Steuerberater ist meistens, bei mir ist es ein bisschen günstiger, aber es fällt trotzdem an. Ne? Also Kosten hat man dann bei 2, 3, rechnet sich das dann entsprechend nach oben. Ne? Ja, hier gibt es noch eine Frage von Fritz. Wenn man Trading und Immobilien parallel macht, dann ist nur der Trading-Teil gewerbesteuerpflichtig. Ja, kann man so machen, wenn dein Immobilienteil die Voraussetzung für die erweiterte Gewerbesteuerkürzung, darunter fällt. Letzte Frage, wie berechnet sich die Gewerbesteuer? Ja, 3,5% mal lokalen Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde. Also wenn du da 400 hast, bist du bei 14, richtig? Genau, also 3,5 mal 400 dann. Also er wird immer als, wird in Prozent angegeben und es sind dann halt 400%. In Berlin sind es 410%. So, gut. Also da war vorhin auch nochmal für Olaf, ne, die Aufzeichnung wird auf YouTube zur Verfügung stehen. Ich denke morgen, spätestens übermorgen. Nochmal einfach am Anfang, da war auch nur eine Folie, die Felix gezeigt hatte, wo da nochmal so ein Rechenbeispiel war. Einfach notfalls das dann nochmal anschauen. Ne? Beziehungsweise da findet man eben auch wahrscheinlich bei eurem YouTube-Kanal auch nochmal Möglichkeiten, sich das da anzuschauen. Super. Dann ziehe ich mal das große Fragefeld zur Seite, dann sehe ich dich auch wieder. Bin nämlich heute nur an einem Bildschirm unterwegs. vielen, vielen Dank, Felix. Ich finde das auch mal sehr, sehr interessant. Gerne. Und
Wir sind auch sogar auf eine komplette Stunde gekommen heute und das bei der Hitze und zahlreiche wirklich Teilnehmer hier. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank dir, vielen, vielen Dank euch. Und ja, nächsten Monat geht es hier schon weiter, wieder mit euch von Ride bis zum Ende des Jahres erstmal und ich denke nächstes Jahr auch. Von daher kühl dich ab und ab ins Nachbarbüro zur Klimaanlage bei dir. Schön, ich will hier noch eine Rutsche haben in die Spree, ja, aber. Genau. Musst also du wieder vielen Dank fürs Zuhören, ja? Ja, danke dir. Bis dann, Felix. Euch allen schönen Abend. Ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.